So, hallo und willkommen zum neuen Video. Heute mit dem Evergreen Topic. Wir wollen heute testen die Schweißnaht aus der Flasche. Ich bin auf das Produkt gestoßen, zum einen über Werbung auf Facebook bzw. auf Instagram und auch ein Bekannter hat mir auf das Produkt aufmerksam gemacht und ich wollte es einfach mal ausprobieren, mal testen, weil bei Oldtimer oder generell bei Kfz-Teilen rund um das Auto hat man ja oftmals Kunststoffteile und auch Metallteile, die Abplatzer haben bzw. Teile davon abgebrochen sind und wir wollen jetzt heute mal dieses Produkt testen, hier an einer Kunststoffklappe, da ist hier oben die Scharnieraufnahme, ist hier abgebrochen und wir wollen jetzt mal prüfen, ob das hier mit diesem Produkt wieder bombefest ist, so dass die Klappe dann auch noch im Betrieb benutzt werden kann. So, und dann würde ich sagen, das sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, die kleinste Menge, die man im Internet bestellen kann, sind hier einmal Granulat mit 10 Gramm in der Tube und einmal der Härter bzw. der Klebstoff mit 5 Gramm in dieser kleinen Tube. Kostet so 15, 16 Euro, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung bei Amazon, dann könnt ihr euch das anschauen. Jetzt gemäß der Anleitung gehen wir wie folgt vor, die Klebefläche, die zu Klebe ist, die muss sauber sein, die muss fettfrei sein, das Übliche, was man eigentlich von jedem Kleber so kennt. Und dann fängt man an, das Granulat auf die Bruchstelle drauf zu geben. Es sollte nicht höher sein als 2 mm, schreibt hier die Anleitung so vor. Und dann unmittelbar danach geben wir den Härter drauf und dann müsste schon im Anschluss von 1-2 Sekunden das Ganze bombenfest sein. So, damit mir das kleine abgebrochene Teil dann auch an Ort und Stelle bleibt, wenn ich das Granulat auftrage, klebe ich jetzt hier unten so ein Kreppband runter, damit es dann auch hier auf der richtigen Position dann auch erstmal hält, so dass ich die eine Seite mal kleben kann. So, das sieht jetzt gut aus, das bleibt jetzt alles dort, wo es sein muss. So, ich nehme jetzt das Granulat, gebe das Granulat hier, drauf, relativ viel raus. So kleine weiße Körnchen. So, und jetzt träufle ich den Härter mal drauf und dann mal schaue, ob es eine chemische Reaktion gibt und das Ganze sich bombenfest verbindet. So, dann fahren wir die Kamera mal ein bisschen näher hin. So, 3 Sekunden das Granulat jetzt drauf. Und das machen wir jetzt noch von der anderen Seite und dann schauen wir mal, ob das Ganze so hält. So, das Ganze andersrum eingespannt. Dann fangen wir wieder an, als erstes unser Granulat drauf zu geben. Und wieder 2-3 Tropfen von dem Härter.
So, ich habe das jetzt mal 5 Minuten trocknen lassen. Ich habe jetzt hier so eine raue Oberfläche durch das Granulat hier. Und so wie das aussieht, ist das alles ordentlich fest. So, das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Produkttest heute. Die Schweißnaht aus der Flasche hier getestet. Noch ein kleiner Zusatz: In der Anleitung steht drin, es ersetzt natürlich keine richtige Schweißnaht an Metall. Ja, aber dennoch erreiche ich eine sehr hohe Klebekraft zwischen den zwei Teilen, die ich verbunden habe. Jetzt hier an meiner Kunststoffklappe, da lässt sich nichts mehr bewegen. Das ist wirklich fest. Auch wenn ich jetzt hier dran rumreiße, geht da nichts mehr. Finde ich keine schlechte Sache. Jetzt gerade bei unseren Oldtimer haben wir ja öfters Kunststoffteile, die ja auch so alt sind wie das Auto auch, 30, 40, 50 Jahre. Und dann ist der Weichmacher aus dem Material draußen, aus dem Kunststoff draußen. Und dann beim Ausbau bricht man mal ganz gern eine Ecke oder ein Teil ab. Und dann kann ich das versuchen, mit diesem Teil hier wieder zu verbinden und wieder in Ordnung zu kriegen. Gerade auch wenn die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind, es gibt keine Neuteile mehr auf dem Markt, auch keine Reproduktionen, die ich mir kaufen kann und dann einbauen kann, kann ich natürlich an schwer zu beschaffende Teile das mit diesem Kleber versuchen zu kitten, wieder zu kleben und dann wieder einzubauen. So, ich hoffe, das kleine Produktvideo hat euch gefallen. Ich packe euch hier den Link unter rein für diese Schweißnaht aus der Flasche, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und wie immer gilt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es informativ war für euch, wenn es hilfreich war, vielleicht ist es ja was für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Vergesst nicht, unten auf die Abonnierfläche zu drücken, entweder auf das Logo auf der rechten Seite, da könnt ihr abonnieren, oder unter dem Video auf die Abonnierfläche und auf die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.